Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eternal Laden. Im letzten Part sind wir hier schön weitergekommen in Gomorra. Und wir müssen Rishi immer noch finden. Ja, ich habe jetzt noch keinen Plan, wo es gerade lang geht. Ich glaube, da wo die Blue Switches waren. Wo waren die nochmal? Gute Frage. Da haben wir alles gut. Ja, ich hätte jetzt auch nachgucken können, wie wir eigentlich die Stacheldinger umgehen können, aber gut. Waren wir da schon? Ich glaube, da waren wir schon. Ja, da waren wir schon. Okay, gut. Alles klar, dann müssen wir weiter hoch. Und bla. Oder da lang? Ich glaube, wir müssen hier lang. Wieder. Ja, genau. Speichern wir nochmal, weil wir es ja so selten tun. That's fruit. Da, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. Harpy. Ich habe gelernt, wir sollen die einfach so angreifen. Und es macht zu wenig aus. Wieso? Wind. Bäh. Aha. Alle auf einen. Das ist immer die beste Taktik in so einem Spiel. Und in solchen Kämpfen. Nur ist Level 88. Also die 90 könnten wir noch erreichen, bevor wir Rishi erreichen. Habe ich zumindest die Hoffnung. Aber jetzt gehen wir erst nach links. Schon wieder. Sowas. Okay. Rishi Spawn emerged. Eis. Komm, Noah, greif an. Und Bolt. Noah, greif an. Und der nächste. Was? Warum macht das denn so wenig aus? Das irritiert mich jetzt. Aber gut. Josephine ist jetzt auch Level 88. Irgendwie verwirrt mich das Dungeon hier. Dead Fruit. Dead Fruit. Ancient Stuff. Hey, wie kommen wir darüber? Müssen wir da irgendwie einen Stein entfernen? Haben wir jetzt irgendwas gefunden zum Ausrüsten? Scheint nicht so. Ah, nein, den will ich nicht. Nein. Willst du den? Ich glaube nicht, nein, die gilt doch immer nur die Pistolen. Exorzistin. Okay. Ein einzelner Stein. Hat das was zu bedeuten oder ist einfach nur aus Tier der da? Auf jeden Fall müssen wir erst mit mal die Monster hier platt machen. Ach ja, dürften wir eigentlich hinkriegen mit einem, wenn mal Noah angreifen würde. Und gleich den nächsten. Kommt Leute. Den schafft ihr. Ich glaube, na oder auch nicht. Ich habe eigentlich auch an euch geglaubt und ihr schafft es einfach nicht. Das könnt ihr mir doch nicht antun. Okay. Jetzt habt ihr es wieder rausgeholt. Und ich denke, wir müssen mal wieder heilen. Sollte ich gleich mal machen. Alles klar. Dann passt die Sache jetzt. Dead Fruit. Finden wir wahrscheinlich irgendwas, um die Steine kaputt zu hauen. Wetten? Tent. Okay, das ist kein gutes Zeichen. Megatonic. Von Messiah Blade. Das klingt doch mal geil. A holy blade shape for pure hearts. Können wir damit jetzt die Steine kaputt machen? Schaut nicht so aus, okay.
Steine verwirren mich nämlich. Wie komme ich an die Items? Ich will doch auf 100% kommen in dem Let's Play, Mensch. Ja, true, da gibt's wieder was. Ah, da ist ein Switcher. Alles klar. Gut, Noah gibt dein Bestes. Babam! So wünsche ich mir das. Genau so. So ist perfekt. Yay. Da ist nichts. Ui, jetzt ist es abgeschalten. Holy Ring haben wir ja schon. Braucht man nicht mehr deswegen. Okay, da kommen wir auch nicht rein. Gut. Jetzt können wir da zurückschwimmen, denke ich. Da, wo der, die Schatulle war. Aber das erklärt trotzdem nicht, wie wir an den Steinen vorbeikommen. Naja, was soll's. Wir mussten dazu nach rechts, stimmt's? Ja, stimmt. Und hier nach rechts. Genau. Ja, genau, hier war's. Oh, immer diese weiten Wege. Wahrscheinlich finden wir jetzt Purple Gem oder Yellow Gem. Eins von beiden. Weil ich glaube, den Schlüssel finden wir erst, wenn wir in dem einen Raum waren. Und ich werde mit dir jetzt finden. Genau, jetzt ich vermute mal, wir finden jetzt Yellow Gem und finden dann da in dem Raum das Purple Gem. Nein. Hä? Andersherum dann, oder wie? Alles klar. Komisch, merkwürdig. Naja, gut. Finde ich, ich hoffe, ich finde den Weg. Da müssen wir hoch und dann. Ja, doch, ich müsste den Weg eigentlich finden. Ja. Oh, aber ich finde es schön, dass hier alles so violett ist. Ich mag violett. Sieht man überhaupt nicht an meinem Kanal. Nein, gar nicht. Ich weiß nicht, was ihr habt. Leute, also ich könnte mir nicht für zwei. Könnt ihr mir nicht erzählen, dass man das in meinem Kanal sieht? Also bitte. Das glaube ich jetzt mal gar nicht. Nee. Da müssen wir lang und dann da hoch, genau. Glaube ich zumindest. Ja doch, hier. Nur inserted the purple gem in the small hole. Oh Gott. Ich speichere mal lieber. Das klingt nämlich so, als ob es gleich hier rund geht. Okay. Okay, dann. Noah closes his eyes and starts to pray. Okay. What the hell? Nee, oder? Speichern wir nochmal. Ich bin gerade so ein bisschen geflasht. Huh? Where are we now? This is quite a sudden change of atmosphere. With my powers, I was able to open a bridge that led to this place. But where exactly are we? I don't have the slightest idea. It doesn't look or feel like Eden. It's Ecclesia. Ecclesia? Oh mein Gott, ich hab so Gänsehaut! Yeah, that's it. We're in Ecclesia. It's my hometown before it transformed. Really? Absolutely. I remember the smell of the grass and flowers. I see. Then that means this town is connected to Gomorrah. It might be the clue that's going to help us solve this whole mystery. Let's stay sharp. I completely agree. Let's move out. Wir sind jetzt in Gomorrah before, also in Ecclesia. Das war Gomorrah. Also, das ist die Stadt, also, ja. Das ist die Stadt, bevor sie der Sünde verfallen ist. So. Jetzt passt's. Und hier sind auch Monster. Oh, nö. Das ist gruselig. Kommen wir jetzt vielleicht auch in die Truhen, an die verschlossenen? Aber es ist schön irgendwie. Zu grün. Ecclesian emerged. Eis.
Das sind die Gegenteile zu Rishi, glaube ich, zum Rishi-Spawn. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Ah, so. Und die nächste. Oh, dass wir die besiegen müssen, tut mir irgendwie leid. Naja, aber das muss halt sein, ne? Und oh mein Gott, das ist schon wieder Mindfuck pure. Purer Mindfuck. Da kommen wir nicht rein, wie es scheint. Da können wir auch nichts machen. Okay, gut, gut zu wissen. Was ist das für ein Viech? Und oh mein Gott. Red Tonic, schnell. Sonst wäre der jetzt wahrscheinlich umgekommen in diesem Kampf. Die sehen ja auch lustig aus, die Viecher. Und sind auch nicht besonders stark, wie es scheint. Und Noahs Level 89, ja. Und die nächsten. Ekklesien, okay. Tut mir leid, dass ich euch besiegen muss, meine Damen, aber es muss sein. Zu eurem Wohl. Wir müssen die Welt retten. Ich werde so oft zum Weltretter, das ist unglaublich. Ich müsste jetzt die Welt eigentlich schon locker 60 Mal gerettet haben. Nicht nur in diesem Spiel, auch in anderen Spielen. Ist doch schön. Irgendwie ein gutes Gefühl. Man rettet dauernd die Welt und niemand dankt es einem. Ach ja. Der stille Märtyrer oder so. Aber die Musik hier ist voll friedlich, hört ihr die? Die ist echt schön. Das finde ich allgemein in dem Spiel total schön. Die Musik. Ekklesia. Magic Fruit. Schön hier. Gehen wir erstmal nach links. Und Magic Fruit. Und die nächsten Gegner. Cthulhu, die sind auch hier. Na toll. Seid ihr uns gefolgt? Warum verfolgt ihr mich, ihr kleinen Dummen? Piep. Ja. Es ist uncool, dass die einem folgen. MP-Damage. Ja, gegen Jean, der am meisten hat. Alles klar. Und den macht ihr mal kaputt, kommt. Cthulhu, oder wie heißt der? Könnt ihr mir schreiben, wie man den ausspricht? Das wäre nicht schlecht. Okay. Item. Heilen wieder. Wird mal Zeit werden für ein Tent, glaube ich, wenn wir mal irgendwo sind, wo wir eins einsetzen können. Wir haben doch so viele, glaube ich. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, denn wir brauchen sie ja bald eh nicht mehr. Wir sind ja bald fertig. Ich schätze mal, dass es doch noch mehr Parts geht, als ich vorher geschätzt habe. Ich dachte ja noch ein, zwei Parts. Und jetzt bin ich schon bei Part 3. Ich schätze mal, dass es noch so 4 Parts gehen wird. Wenn wir gut vorankommen. Wenn nicht, dann nicht. Ach ja. Wir waren erfolgreich und haben ein altes Buch gefunden. Hooray! Alles klar, weiter nach links. Das ist ja direkt aufgebaut wie Gomorrah, nur halt in schön. Wie lange spiele ich jetzt eigentlich? Okay, es wird jetzt Zeit für einen Cut und deswegen mache ich jetzt einen. Bis zum nächsten Part. Tschüss!